Das WLAN-Signal ist einfach zu schwach, damit es alle Räume vernünftig abdeckt. Ihr habt aber noch eine zweite ungenutzte Fritzbox herumliegen? Dann aufgepasst! Bei PC SOS TV zeigen wir euch heute, wie ihr die alte Fritzbox zum Repeater macht. Und das Ganze in nur 2 Minuten. Ihr holt die ungenutzte Fritzbox wieder aus der Verpackung und stellt sie zu Hause an dem Ort auf, wo ihr das WLAN-Signal verbessern wollt. Einfach Stromkabel einstecken und schon kann's losgehen. Im nächsten Schritt schnappt ihr euch den Laptop und öffnet das WLAN-Menü in der Taskleiste unten rechts. Hier findet ihr neben eurem aktuellen WLAN nun auch das Netzwerk der Fritzbox, die ihr gerade angeschlossen habt. Verbindet euch jetzt mit der Fritzbox, indem ihr das WLAN-Passwort eingibt, das ihr hoffentlich noch parat habt. Habt ihr es vergessen, aber noch nie geändert, dann schaut einfach auf dem Aufkleber der Fritzbox nach. Anschließend öffnet ihr den Browser und gebt in die Adresszeile fritz.box ein. Dann noch das Passwort für den Zugriff auf die Fritzbox und damit gelangt ihr in das Einstellungsmenü. Zuerst solltet ihr einen Klick auf die 3 weißen Punkte in der rechten oberen Ecke machen. Überprüft, ob die Funktion Erweiterte Ansicht aktiviert ist und wenn nicht, dann setzt sie über den Schieberegler auf Aktiv. Zurück im Hauptmenü klickt ihr in der Menüleiste links auf den Eintrag WLAN und anschließend unten auf Mesh Repeater. Jetzt wählt ihr den Punkt Fritzbox als Mesh Repeater aus und da wir sie als kabellosen Repeater betreiben möchten, lassen wir den Auswahlpunkt auf der Option per WLAN. Scrollt ihr anschließend nach unten, solltet ihr euer aktuelles WLAN-Netzwerk finden. Dieses wählt ihr dann als Basis für die Repeater-Fritzbox aus und macht einen Klick auf Übernehmen. Jetzt müsst ihr nochmal einmalig euer aktuelles WLAN-Passwort für die Basis-Fritzbox eingeben. Ein letzter Klick auf Übernehmen und ihr habt die alte Fritzbox erfolgreich als Repeater für euer WLAN eingerichtet. Das ging wirklich flott. Falls ihr Fragen zum Thema habt, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Wir freuen uns jederzeit über neue Themen für Videos und euer ehrliches Feedback. Dann vielen Dank fürs Anschauen, lasst uns gerne ein Abo da und bis zur nächsten Folge von PC SOS TV.